Berlin. Du bist so wunderbar. Berlin. Mensch, so ein Mist. Es ist Freitag, ich gerade aufgewacht, dachte an nichts Schlimmes und nun zieht das hier so zu. So was kann auch nur mir passieren. Aber Moment, die beiden da vorne, die kenne ich doch. Mohat! Mensch, Lenny, mein Bester, was machst du hier draußen in Rand-Berlin? Ich meine, ey, du bist doch sonst eher so mittebezogen und keine 10 Hunde treiben dich hier raus. Naja, kannst du dich noch daran erinnern, damals, als du ein Internet kaufen wolltest? Naja, wo du gerade sagst, eigentlich nicht, aber wieso willst du eigentlich das ganze Internet kaufen? Ganz einfach, Mohat, dann brauche ich keine Internetanschlussgebühr bezahlen, denn dann gehört das Internet ja mir. Und alle müssten an mich diese Anschlussgebühr bezahlen. Na und meinst du, dass es echt noch geht? Ich meine, ey, die großen Firmen und so, die werden sich das Internet schon gekauft haben. Stimmt schon. Außerdem wüsste ich ja auch gar nicht, wo ich das Internet lagern sollte. Da kommen am Ende wieder Zusatzkosten auf mich zu. Nee, ohne mich. Aber was machst du mit Werner hier? Immer noch die 1-Euro-Sache? Ja, aber auch nicht mehr lange, ey. Werner hat beim Amt angerufen und meinte, ey, ich und er, wir sind nicht kompatibel. Und ich habe ihnen damals versprochen, dass wir am letzten Tag rausgehen im Wald. Ist ja echt eine tolle Idee, aber zieht sich ja übelst zu. Und da hinten habe ich auch schon ein paar Blitze gesehen. Naja, kein Problem. Ich habe ja einen Regenschirm mit und wenn es richtig losgeht, dann stellen wir uns unter den Baum und Werner bekommt den Regenschirm. Ach Quatsch, Werner. Wenn der Blitz einschlägt, dann höchstens an den höchsten Punkt. Also zuerst den Baum und dann würde es ja erst dich erwischen. Da hat Lenny aber mal absolut ins Recht. Das ist wie auf dem Feld. Wenn du da stehst, bist du der höchste Punkt. Also ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es dich als erstes erwischt. Ich hätte ja da eine Wette für euch beide. Nee, lass mal, Alter. Du weißt doch damals die Wette mit dem Metallstab und zack hat's uns erwischt. Mensch, Weichei, Lenny. Seitdem du den Blitz abbekommen hast, machst du keinen Spaß mehr mit, ey. Keine Wette und so. Was ist denn nur aus dir geworden? Wenn du es lustig findest, nach einem Blitzschlag durch einen langen, dunklen Gang zu gehen und so ein Zeug, dann kannst du das gerne machen. Aber ohne mich. Außerdem habe ich keine Lebensversicherung. Ja, ist ja schon gut, Mensch. So ein Lappen, der Lenny. Aber wie sieht's denn aus mit dir, Werner? Hast du nicht Lust auf eine Wette? Na, ich weiß auch nicht genau, wie die Wette aussehen soll. Ja, genau. Pass mal auf. Also, das wird ein Run für dich. Die Wette gewinnst du locker. Es wird ja gleich gewittern und du wirst dich da nicht mit unterm Baum stellen mit meinem Regenschirm, sondern du stellst dich genau daneben und machst deinen Regenschirm auf. Naja, da kann ja nichts passieren. Das würde ich sogar machen, aber lass das mal lieber Werner machen. Naja, okay, ich würde sagen, es geht um 10 Euro. Wo schlägt der Blitz zuerst eins? Im Baum oder im Regenschirm? Ist das ein Deal oder nicht? Ja, und wenn der Blitz nirgends einschlägt, bekommen wir dann eine Runde von dir spendiert, Mord oder was? Okay, so machen wir das. Aber now sollten wir hier nicht lange mehr so viel rumlabern, denn ich glaube, hier kracht das gleich gewaltig. Na dann schnell, jeder auf seine Position. Werner, du nimmst, den 10 Meter Abstand vom Baum. Ja, du 10 Meter, das sind 20 Schritte. Dann machst du deinen Regenschirm auf und wir warten, bis das hier wieder rum ist. Da stiefelt er los, unser grauer Panther. Bin ja echt mal gespannt, was passiert. Und icke erst. Naja, viel kann ja eigentlich nicht passieren. Die Wahrscheinlichkeit, im Lotto einen Sechser zu haben, ist zweimal größer, als beim Gewitter vom Blitz getroffen zu werden. Wenn das echt nur so wäre, müssten wir doch schon mindestens beide zweimal im Lotto und Sechser gehabt haben. Naja, aber wie willst du denn gewinnen, wenn du nicht mal mitspielst regelmäßig? Ach, naja, so viel Geld habe ich ja nun auch nicht. Außerdem legen wir das Geld ja sinnvoll an. Ganz genau, in Flüssiges. Aber du, den Wodka Red, den trinke ich lieber nicht mehr, ey. Nach 5 Flaschen schüttelt's mich durch, als wenn ich vom Blitz getroffen werde. Wo wir gerade bei Blitzen sind, was macht eigentlich Werner? Ach du Scheiße, hey, hast du das gesehen? Zack, der Blitz voll in den Schirm und der Schirm, der hat sich einfach aufgelöst. Aber Werner steht da noch, den scheint's gut zu gehen. Lass uns da mal vorsichtig gucken gehen. Ja, lass mal machen. Mann, der qualmt. Das sieht echt voll krass aus. Hey Werner, alles gut bei dir? Alles gut? Ach Quatsch, du siehst ganz gut aus. Ich glaube, das Meister hat meinen Schirm abbekommen. Der ist nämlich weg. Na, so viel sieht er nicht mehr aus. Ich glaube, der steht unter Schock. Ja, ich glaube auch. Hey, seine Augenbrauen sind total angeschmort. Wir sollten ihn echt nicht vor einen Spiegel lassen. Ach Quatsch, Werner. Das passt schon. Deine Haare sind nur ein bisschen elektrisiert. Aber davon mal ab, ey. Das sieht auch gut aus. Genau. Sieht klasse aus. Und nun lass uns mal von hier verschwinden, Jungs. Ich gehe bei euch eine Runde aus und los geht's. Gute Idee. Da bin ich dabei. Berlin. Du bist so wunderbar, Berlin.